Da hinten stehen schon Petra Pfeil, Vadim Garbusow und machen sich schon warm, zappeln die ganze Zeit schon rum, weil sie uns auch gleich einen Paso Doble zeigen wollen, den Tanz des Matadors. Und wir wissen, was zu diesem Tanz gehört. Dramatik, Tragik, Spannung. Und da braucht es natürlich auch im Proberaum eine ernste Arbeitsatmosphäre. Der Auftritt vorige Woche war nervenaufreibend, ein Hauch von Eleganz und steigerungswürdig, wie ich finde. Mein eigenes Lachen kann ich ganz schwer beschreiben. Die Petra lacht so. Da war Vadim und ich, wir färben immer mehr aufeinander ab. Wie sie das nennt, positiver Energiefluss innerhalb des Paares. Ich lache. Also ein bisschen mehr mit Ha. Ich glaube so. Also Komplimente für mein Lachen habe ich noch nie geerntet. Optisch vielleicht, akustisch nicht. Tanz einen ganz ernsten Paso Doble. Hier sind Petra Frey und Vadim Garbusow. Obwohl du so ein sonniges Gemüt bist, das Ernste steht da schon sehr gut. Also das liegt echt am Lampenfieber. Du warst schon nervös, gell? Vorhin so ein bisschen rübergeschaut, da wirktest du nervöser als sonst, so mit ja, Hand auf dem Bauch. Und es ist verflixt, ich hab das normal nie. Und seit ich bei Dancing Stars bin, habe ich Lampenfieberausbrüche, das ist ein Wahnsinn. Naja, das gehört dazu, sonst wäre es langweilig wahrscheinlich. Dramatische Schlusspose, da musste jemand sterben. Warum so dramatisch? Wessen Idee war das? Meine. Deine. Da war die, hat's mir vorgeschlagen, hat gesagt, soll man nicht doch eine Kussszene machen? Dann habe ich gesagt, nein, beim Schlagen sind wir alle so brav. Ich will einmal dramatisch sterben. Und da ich gegen Stierkampf bin, habe ich gesagt, lieber opfer ich mich, als dass ein Stier dran glauben muss. Ja. Also ich finde eine wahnsinnig schöne Choreografie. Es war ja fast Ballett am Anfang, was ihr da choreografiert habt. Wahnsinnig schön. Ist es denn leichter oder schwerer ohne Gesang als Musikerin sich zu orientieren beim Tanzen dann?
Weil reine Instrumentalnummer zum ersten Mal? Ja, eben, weil das Taktzählen, das ist ja für uns Musiker, wie das die Tänzer, Tanzprofis machen, immer ganz schwierig. Und ich habe mich immer eben an die Stimmen gehalten oder an die Worte. Und das ist halt beim Instrumental ein bisschen schwierig. Hat trotzdem funktioniert, ja. Oder, Wollasch? Hoffentlich. Ja, ja. Ja, darf ich sprechen? Bitte, wir bitten darum. Ja, weißt du, Adim, was wir Wodka und Schnapstrinker gemeinsam haben in dieser Sendung? Dass unser Schicksal von Tirolerinnen bestimmt wird. Ja, oder? Aber es kann ja fatal enden, sagst du. Lass die Zügel nicht aus der Hand. Das war schon gut, Choreografie war schon vielversprechend, teilweise sehr gut. Lass sie nicht so viel sprechen, daheim spricht sie eh genug, glaube ich. Es haben Tirolerinnen im Blut, gell, Miri? Ich wollte sie dominant zulassen, dass sie Dominanz zeigt. Aber nicht mit dem Mund. Was hat er jetzt davon? Was hat er? Im Körper. Na, Körpereinsatz war gut, sag ich mal, mir haben ein bisschen die Funken gefehlt. Die Funken, die ich so mag, diese richtige tirolische Funken, die von den tirolischen Mädels so gegeben werden, wenn der Kasperskölner nicht gelobt wird beim Essen zum Beispiel. Nicole, das haben mir gefehlt. Hat dir das auch gefehlt? Na, also ich fand die Zigeunerin, ja, die der Vadim in dir sieht, die ist jetzt schon viel mehr auf der Fläche präsent gewesen, also als erstens, so muss ich sagen. Und ich fand der Anfang, also diese Torvald Dean Bolero Beginning, fand ich eine super Idee. Und auch deine schöne Flamenco-Arme, die du getanzt und Hände, die du getanzt hast, fand ich sehr gut. Ihr habt auch sehr schwierige Timings zum Teil, von schnell auf langsam gemacht. Das ist nicht einfach, da, so zu wechseln. Also ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Also für mich bist du der Ferrari im technischen Bereich in dieser Gruppe. Dankeschön. Danke. Mit diesen schönen Worten entlasse ich euch zum Klaus. Petra Frey und Vadim Garbusow sollen die Ferraris in der Gruppe, wie die Nicole gerade gesagt hat, nach der Osterpause hier wieder antanzen. 09010 59 0905 für Petra und Vadim. Hey. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo bleiben sie? Hier sind sie, jawohl! Alonso, Vadim Garbusow, Matador und sein Ferrari. Seine Ferrari. Mir das ist nicht gut gefallen, hat das nicht gut ausgeschaut. Ist egal, ob ihr weiterkommt oder nichts. Nächste Woche ist auf jeden Fall Osterpause. Ja. Gibt's schon Osterpläne? Die gibt's immer, bei uns ist ja Gotelback, heute ist ja meine. Was ist Gotelback. Ich bin Patentante. Gotelback. Ja. Das klingt eigentlich ja ziemlich abwertend. Nein, als Patentante sagt man bei uns Gotel. Und da gibt's immer Gotel, Geschenk. Ja. Und meine Nichte ist heute da und wenn wir zu Hause sind, dann kriegt sie ihr Geschenk. Da werden dann natürlich vom Osterhasen noch die Eier versteckt und alles. Ist sie da, die Leonie? Ja, die sitzt draußen und ist ja mindestens genauso aufgeregt wie ich. Sie ist gerade am Klo, jetzt könnte man die Wahrheit sagen. Ja. Ja. Godelback, das heißt wirklich Godelback? Das heißt Godelback. Das ist sowas wie die Godel, also die Patin, genau. Samt den Pack. Also genau, den ganzen genau. Anhang. Genau. Und bei uns wird traditionell immer die Ostereier vom Osterhasen natürlich wenn da versteckt. Ja, von wem sonst? Ja. Natürlich. Wir sitzen auf der Terrasse und warten, bis das Geschehen vorbei ist. Und der Osterhase, schlau wie er ist, ja, wenn sie alle Eier gefunden hat, rennt dann hinten bei der Tür wieder raus und versteckt sie wieder neu. Und blöderweise müssen wir dann wahnsinnig lang Kaffee und Kuchen. Ist sie wieder da? Vadim! Ja. Vadim, du hast ja, wie wir auch schon wissen von der letzten Staffel, eine Uroma, die ziemlich alt ist, nämlich 102 Jahre. Ja, ich hab eine Uroma, die lebt in der Ukraine. Sie ist 102 geworden, jetzt im Februar. Yeah. Und sie schaut zu. Sie schaut zu. Über Internet jetzt, und zwar jetzt ist live. Und zwar altersadäquat mit Windows 95. Also ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um sie zu begrüßen, weil sie ist wirklich ein Fan von Dancing Stars. Привет, бабушка Шура. Очень тебя люблю, очень тебя целую. Надеюсь, тебе понравился наш танец. И вас сегодня достаточно, я все хочу. Я не знаю, бабушка, что ты сказал, что я рейд штайнич, это звучит очень комиш. Это окей, все хорошо. И что завтра еще раз будет.
Sie gibt auch Kommentare. Sie gibt auch Kommentare. Sie hat das letzte Mal zugeschaut, genau. Ja, sie hat letztes Mal kommentiert unser Tango. Also am Anfang als Inszenierung habe ich eine Flasche getrunken. Sie hat gesagt, warum hast du Wodka getrunken vor dem Tango? Das war nicht nett. Und David hat eine 50er Nummer. Ah, David Heissig. David Heissig, ja. Weil sie schaut ja auf mich und Katrin hauptsächlich. Ja. Und sie hat eine 50er Jahre Nummer getanzt in Converse Schuhen. Und hat gesagt, warum hat er solche schiere Schuhe angezogen? Hat er keine besseren Schuhe gehabt? Ukraine braucht man schöne Schuhe. Hauptsache Schuhe schön. Ringelsocken egal. Ja, das akzeptiert sie schön. Auch unsere Jury ist schon in Osterlaune. Wir fragen jetzt den Hasenet-Ball. Nicole Börns-Hasen, Thomas Schäfer-Elmeier und Balasch Eier-Ecker um die Punkte. Balasch. Ich. Du fängst an. 7. Hey. Nicole Börns-Hansen. 9. Mit Hans. Hannes. Super. 6. Und Thomas. 8. Dankeschön. Ja, da kann man sich freuen. Das war ein braver Osterhase mit 30 Punkten. 30 Punkte? Ah, schön. Da kannst du nichts sehen. Ist herrlich, oder? Super. So, jetzt geht's die Eierl verstecken. Ja.